Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Keine Angst, das hier ist kein Blackscreen, das ist nur kurz eine ja, Voransprache. Das Video, das habe ich jetzt schon vor bestimmt 3 oder ja, vor 3 Monaten oder so aufgenommen. Ist auf jeden Fall eine Zeit her und das habe ich jetzt eben erst wiedergefunden und habe mir gedacht, jo, kann ich hochladen. Das Thema ist, glaube ich, eigentlich ganz spannend und könnte den einen oder anderen interessieren. Und deswegen, ja, falls ich irgendwelche Anmerkungen mache oder so, die jetzt nicht zu dieser Zeit passen, beachtet sie nicht und viel Spaß beim Video. And there's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. There's no one on our side. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute programmieren wir ein Login-System. Also für Cracked-Server da so ganz praktisch, wenn man sich halt dann ja damit einloggen kann, registrieren und so weiter. Und das kann man dann also nach seinen Wünschen gestalten. Ja, keine Sorge. Ich bin ja noch dabei, das Pet-System zu programmieren. Ich hinke auch ziemlich beim Lobby-System hinterher. Und ich hoffe auch, dass ich das hier einfach in einem Part fertig bekomme. Ja, können vielleicht 2 werden. Ich versuche es aber so schnell wie möglich zu schaffen. Ja, deswegen Login-System nenne ich es einfach mal. Ja, die SpyGet oder Bucket YML. Genau, YML, klar. EE Bucket oder SpyGet Jar implementieren. Wo haben wir es denn hier? So, haben wir es importiert. Und jetzt machen wir kurz ein neues Package hier sieht man das. Und das nenne ich natürlich DE, Mr. Electrons und Login. So. Dann mache ich mir noch eine Hauptklasse in dem Package. Die nenne ich halt Login. Und mit der fangen wir, glaube ich, erstmal an. Extends Java Plugin. Und direkt importieren. Genau. Jetzt die OnEnable Klasse, Methode. Ach, was ist denn wieder mit mir los hier? Und die OnDisable Methode. So. Das AddOverride kann da eigentlich auch weg. Okay. Ja, halt zur kurzen Erklärung: Wenn man auf den Server joint, muss man sich halt registrieren oder einloggen. Kommt halt darauf an, ob man ja, sich halt schon registriert hat, aber halt, wenn man das erste Mal drauf joint, musst du dich mit einem Comment registrieren und danach halt, wenn du drauf joinst, musst du dich dann halt einloggen. Genau. Dafür mache ich eine neue Klasse, die nenne ich mal File Manager ohne das Plus. Ja, hier kommt einfach eine Public File rein. F nenne ich sie, ist eine New File. File. Das machen wir mal. Ich glaube, da machen wir mal kurz einen Constructor rein. Oder wir machen das anders. Hab das noch gar nicht so versucht, aber wir versuchen das jetzt einfach mal so. Public Static Login. Das ist halt diese Klasse hier. Main. Keine Ahnung, ob das geht. Könnte aber gut sein. Login.class. Main Login Class. Nee. Vielleicht. Das. Ja, Login this. Genau. So, ich hoffe mal, das geht. Gucken wir einfach mal. Jetzt greife ich mit Login.main. Ja, genau, auf unsere Klasse zu. Jetzt benutzen wir hier Get Data Folder und nennen das einfach mal. Passwort.yml oder Passwords. Okay, jetzt eine Public File Configuration. CFG ist YAML Configuration, Load Configuration F. Und das ist natürlich wieder Public, obwohl kann auch eigentlich Private sein, denke ich. Ne, machen wir es jetzt zur Sicherheit Public. Public Void Safe CFG. Und da safen wir jetzt einfach genau mit dem Try-Catch umrunden. Das hier kann weg. Okay. Ich denke dann. Joa. Ich denke dann machen wir hier ein paar Methoden. Public Boolean is. Oder ja doch ist. Registered. Da muss man dann halt machen. Ich glaube, wir machen das mit einer UUID, denke ich mal. Oder mit einem Spielernamen. Obwohl für die 1.8 eine UUID besser wäre. Ich denke, wir suchen das einfach mal damit und gucken dann, wie das läuft.
Genau, wir müssen natürlich was return, return false. Und hier fragen wir ab, if cfg.contains your UID, dann returnen wir true. Okay, dann, oder machen wir nochmal public, nee, ein Boolean für save und remove, ich meine, void für save und remove brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Nee, denke nicht. Ich denke, wir machen jetzt hier nochmal eine ArrayList rein. Public ArrayList String Waiting ist gleich New ArrayList ArrayList. Erkläre ich mal kurz, was ich damit machen will. Einfach, wenn du dich einloggst, wirst du halt eine ArrayList gepackt und kannst dann halt nicht bewegen und so weiter. Was ich hier noch machen würde, ist, wenn man den Server reloadet oder so, werden die ja einfach aus der ArrayList, also wird ja jede ArrayList geclearet, aber die Spieler bleiben online. Also wenn halt sich Leute noch nicht eingeloggt haben, wenn du den Server reloadest, die können sich wieder frei bewegen. Deswegen, ja, mache ich hier einfach, für String all, mache ich das hier einfach, dass die gekickt werden aus der ArrayList. Ich denke, wir machen das mit dem Spielernamen, denke ich mal. Get name, was? Bucket.getPlayer. Ja, genau davon. Ich bin gerade so verwirrt, was ist denn los jetzt? KickPlayer, genau. Ja, keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach nichts übergeben. Ihr könnt irgendwas übergeben. Ich übergebe jetzt einfach mal nichts als Kick-Message. Okay. Dann mache ich jetzt nochmal die Comments. Ich denke, die könnte ich auch eigentlich in die Hauptklasse reinschreiben. On Comment. So. Erstmal fragen wir ab, if. Was nenne ich? S und das hier CMD. Da ich gerne ja, in kürzerer Schreibweise programmiere. Also fragen wir erstmal, ob das ein Spieler ist. Sonst kann er den Comment halt nicht eingeben. Okay. Dann fragen wir ab, if waiting.contains erstmal Spieler casten, Player P, also erstmal Spieler erstellen, Player S. Okay, ja, dann fragen wir jetzt ab, ob der Spielername in der ArrayList drin ist. Ja, genau. Also ja, wenn der Spielername halt in dieser ArrayList drin ist, dann schicken wir dem Spieler eine Nachricht. Send Message. Du bist bereits eingeloggt. Und ich bin ein bisschen doof und habe was vergessen. Nämlich hier erstmal, also hier nochmal kurz dann Return. Return True. Ja, Return False, okay. So, hier müssen wir jetzt erstmal abfragen, machen wir hier, if cmd.getName.equals ignore case, login, und dann fragen wir nochmal ab, if args.length ist gleich 0, weil man gibt halt login, dann das, Passwort ein. So, wenn das 0 ist, dann wenn das contained. So, dann gebe ich hier im Code weiter, weil dann bricht es halt hier ab, wenn man eingeloggt ist. Wenn man halt nicht in dieser ArrayList drin ist, wird erstmal abgefragt. Also holen wir jetzt erstmal den File Manager, würde ich hier sagen. File Manager FM. FM ist gleich New File Manager. Ja, nee, wo kommt das Plus her? Okay. Dann gucken wir hier, if FM. Also, wenn er halt registriert ist, beziehungsweise registriert. Ja, doch, machen wir das so. P.getUniqueID.toString. Also einfach gucken, ob das schon in der Config drin ist, dann läuft es hier weiter. Und wenn es nicht in der Config drin ist,
Dann p.send message. Du musst, obwohl, ne, mach einfach so. Register, wir machen das doppelt. Passwort. Okay. Und wenn er halt schon da drin ist, dann holen wir uns den String. Den String. Ja, wie nenne ich ihn mal? Ich nenne den String einfach mal PW für Passwort. AX 0. Und es ist gerade total ungünstig, dass ich überhaupt mit Login angefangen habe. Denn ich denke, mit Register anzufangen wäre ein bisschen praktischer. Deswegen mache ich einfach jetzt mal Register weiter. Else if cmd.getName.equals_ignorecase. So. Und jetzt if args.length ist gleich 1, da man das zweimal eingeben muss, Passwort. Also ihr könnt es bei euch auch gerne einmal eingeben, aber ich hätte es gerne zweimal. Okay. Else, also wenn es halt nicht korrekt eingeben ist, also wenn es irgendwie dreimal eingibt oder nur einmal, dann sende ich ihm nochmal diese Nachricht hier. Jo, was ich jetzt hierzu noch schnell sagen wollte, ein String ist kein primitiver Datentyp und deswegen können wir das nicht mit gleich-gleich vergleichen, sondern müssen Equals benutzen. Also könnt ihr hier einfach statt gleich-gleich auch, also müsst ihr einfach statt gleich-gleich Equals benutzen. Richtig, viel Spaß noch. Holen wir uns hier das nullte Argument, das erste Argument und fragen ab, ob die beide gleich sind, damit er halt dasselbe Passwort eingibt und halt nicht was Unterschiedliches. Genau. Dann sende ich ihm hier einfach nochmal dasselbe. Okay. Wenn das auch der Fall ist, dann holen wir uns den File Manager, also fm.cfg.set. Dann setzen wir da rein. Die UUID wollten wir reinsetzen, p.getUniqueID.toString. Und hier setzen wir einfach das Passwort rein. Also es könnte AX0 oder AX1 haben, weil sie beide gleich sind in diesem Fall. Das ist ganz egal. Und dann FM und Save. Dann hätte man sich hier schon mal registriert und dann ja, mache ich hier nochmal ein Passwort. Was für Passwort? Ich meine, natürlich sende ich hier eine Nachricht. p.send message. Du hast dich erfolgreich registriert. Registriert. Kann ich nicht schreiben, doch. Okay. Gut. Okay. Beim Login, das machen wir hier. Genau. Dann fragen wir jetzt hier if cfg. Naja, erstmal fm. Fm cfg. Get. Und dann holen wir uns hier p, also den Pfad p.getUniqueID.toString, weil wir es ja hier unten so gespeichert haben. Und ja, wir getten das da jetzt noch raus. Und dann frage ich mal ab, ob das gleich args 0 ist. So, oder halt, ich kann auch hier abfragen mit equals. Und dann so rein damit. Also, wenn der Wert, den wir in der Config gespeichert haben, args 0 ist, also sein Passwort, beziehungsweise, was auch dumm ist, das ist jetzt hier einfach nicht. Wir können auch hier PW nehmen. Genau, wenn das der Fall ist. Contains nicht, muss da eigentlich hin. Genau. Dann waiting.remove p.getName und p.sendMessage. Du hast dich erfolgreich eingeloggt. Ich denke, das geht soweit. Sollte eigentlich. Jo. Dann
Ja, wollen wir jetzt noch ein Change-Passwort-Ding einbauen? Ich denke, das können wir erstmal so lassen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Okay, ich. Ja, okay, machen wir schnell ein Change-Passwort. Else if cmd.getName.equals ignorecase change pw. Wir können das ja eigentlich kopieren. So, dann holen wir uns das hier wieder beides. Change PW und Change PW. Und das kann der natürlich halt nur machen, wenn, also if waiting.contains p.getName nicht, wenn er das hier nicht contained. Also wäre sonst ein bisschen dumm, wenn du dich einloggst, du das Passwort von jemandem nicht weißt, kannst du einfach Change Passwort machen und dann hast du einfach sein Passwort geändert. Also kann man das nur, wenn man sich halt schon eingeloggt hat, das Passwort ändern. Du hast, nein, du hast dein Passwort erfolgreich geändert. Genau. Sollte auch gehen. Jetzt brauchen wir halt noch ein paar Events. Mache ich mir da schnell eine Klasse hier. Listener. Nee, nicht Listener. Events. Weil ich meine, wir brauchen nur eine Event-Klasse und nicht mehrere. Implement Listener. Und jetzt holen wir uns erstmal hier das Player Join Event, Event Händler Public Void on Join Player Join Event E. So. Dann, ja, was machen wir jetzt? Jetzt packen wir ihn erstmal in diese ArrayList und schicken ihm am besten eine Nachricht. Also, Login. Main.waiting.at e.getPlayer.getName, weil ja ein Spieler uns jetzt hier holen mit Player, also Player P ist gleich e.getPlayer, brauchen wir eigentlich gar nicht. Erstmal, ja, es wird soweit schon gehen. Und jetzt kann man den Spieler nochmal hier eine Nachricht senden. Send Message. Man könnte jetzt auch noch ein Prefix oder so verwenden, aber ich lasse es einfach erstmal so. Und wir können auch erstmal gucken, ob der Spieler ja, sich schon mal registriert hat. Also Login. FM. Okay. Public. FM geht trotzdem nicht. Ach ja, genau, Main. Und jetzt aber FM. Is registered e.getPlayer.getUniqueID.toString. Sieht vielleicht ein bisschen unübersichtlich aus und so, aber sollte man eigentlich verstehen. Wir fragen einfach hier wieder ab, ob der Spieler halt schon registriert ist, also die UUID von dem Spieler schon in der Config ist. Und ja, wenn er schon registriert ist, dann senden wir ihm eine Nachricht. Also E-Punkt, na ja, komm, machen wir jetzt einen Spieler. Also Player P ist gleich E-Punkt Get Player. So. P-Punkt send. Erstmal Player importieren. Send Message. Slash oder in schönen Farbcodes. Slash Login. Passwort. Und else oder. Ja, man kann auch mit Return hier wieder arbeiten. Return. Und ja, p.sendMessage. Und e slash register Passwort. Und Passwort. Und okay. Ja, am besten machen wir hier nochmal if
login.main.waiting.contains p.getName nicht. Wenn er halt leaved, ist er immer noch in dieser Arraylist drin. Wir könnten ihn zwar removen, wenn er leaved, aber wozu, wir lassen ihn einfach drin. Und ja, genau, wenn er sich halt wieder einloggt, dann, ja, wenn er sich wieder einloggt, wird er erstmal gefragt, ob er überhaupt in dieser Arraylist drin ist. Also wenn er schon da drin ist, überspringt er den Teil und edit ihn nicht nochmal rein. Wenn er noch nicht drin ist, wird er halt nochmal reingeedit. Und mir ist aufgefallen, dass es eigentlich viel Server, ja, also viel ressourcensparender ist, wenn wir den, nicht ressourcensparender, aber viel leichter für den Server ist, wenn wir ihn removen, wenn der Spieler quittet. Weil dann ist die Arraylist nicht so voll, aber ja, könnt ihr jetzt meinetwegen machen. Mache ich jetzt einfach mal nicht. Ist ja, also will ich auch gar nicht benutzen, das Plugin ist erstmal nur zu Testzwecken da. Für euch, um euch das so ein bisschen zu zeigen. Okay. Und jetzt sollen wir halt irgendwie, dass der sich nicht bewegen kann oder so. Wäre ja dumm, wenn er das kann. Public void on move player move event e. So, was ihr jetzt machen könnt, also erstmal fragen wir hier ab, if login.main.waiting.contains und e.getPlayer, oha, .getName. So, wir hoffen, dass ihr einfach alles benutzen. Jetzt könnt ihr einfach hier e.setCancelled machen. Das ist vielleicht ganz okay, mache ich aber nicht. Also, falls ihr jetzt nicht weiter gucken wollt und einfach nur wollt, ja, oder darf sie nicht bewegen, könnt ihr einfach e.setCancelled machen. Ich mache es aber ein bisschen umständlicher, ist aber auch meiner Meinung nach ein bisschen besser. Genau, ich lege mir hier eine Arraylist, eine Hashmap an. Public Hashmap Player und obwohl Player, ich weiß nicht, ja gut, machen wir Player und Player und Location. So. Wait, nenne ich es einfach New Hashmap. Player, Location und Location. Nein. Und Location importieren. Genau, diese Location. So, was machen wir jetzt hier? Wir gehen erstmal hier noch in den Join-Listener, also ja, das Join-Event. Dann rufen wir hier, also holen wir uns hier unsere Hashmap, Public, also Hashmap, bauen wir sie unter Wait. So, jetzt putten wir hier rein den Spieler und die Location von dem Spieler. So. Und ja, hier können wir dann erstmal abfragen. Ne, wir holen uns erstmal mehrere Doubles. Double no x ist gleich e.getPlayer.getX. Oder wir können auch getLocation erstmal. Und jetzt getX. Wir können auch getBlockX benutzen. Ich glaube, ich benutze getBlockX. Ja, ich denke, das ruckelt dann noch nicht so. Dann hier double no z ist gleich e.getPlayer. Player.getLocation getBlockZ. Ihr könnt das hier nochmal mit Y machen, wenn ihr wollt, dass er auch nicht in die Höhe springen kann. Also ich finde es eigentlich ganz nett, wenn er noch springen kann, deswegen lasse ich das erstmal. So. Dann Double X ist gleich. Nee, zur Sicherheit fragen wir erstmal hier ab. If Login. Nein, login.main.wait.containsKey.getPlayer. So, wenn er den contained, dann können wir hier ein Double X machen. Ist gleich login main wait und get. Ja, wir getten jetzt den Spieler, also e.getPlayer. Und wir bekommen hier eine Location zurück und kein Double. Deswegen machen wir nochmal getBlockX. So bekommen wir dann halt hier von der Location, hier drin gespeichert ist, den BlockX zurück. Ja. Jetzt Double Z. Ist einfach nochmal dasselbe mit Z. Wait.
get.e.getPlayer.getBlockZ und das hätten wir jetzt auch. Und jetzt kann man hier einfach abfragen, if z ungleich nowz oder x ungleich nox. Also wenn diese Location, also die Blöcke, diese Location, also sind ja Blöcke und keine genauen Werte. Also ich glaube, das sind sogar ints, genau, das sind ints, also können wir auch eigentlich hier int hinschreiben. Okay, genau. Wir können hier auch int hinschreiben, weil das auch eigentlich ja, nicht so genaue Daten sind. Und wenn die sich halt nicht entsprechen, also wenn es nicht dieselbe Location ist, dann teleportieren wir den Spieler, also p. also beziehungsweise e.getPlayer, weil wir jetzt keinen Spieler gemacht haben. Punkt teleport. Und jetzt wir teleportieren ihn zu dieser Location aus der Hashmap. Wait get e.getPlayer. So, ich hoffe, das funktioniert soweit. Man könnte ihm auch noch irgendwelche Effekte oder so adden. Es funktioniert nicht soweit, denn wo haben wir es? Hier sollten wir vielleicht nochmal fm.savecfg aufrufen. Und hier unten wird es überall gesaved, glaube ich. Ja. Dann machen wir noch schnell die plugin.yml. Und dann testen wir das auch. Dafür pausiere ich gleich die Aufnahme. Weil mein Server muss hochfahren und Minecraft auch. So, hier. Name. Login-System. Version. 0.1 Autor Mr. Electrons und Main ist gleich, also nicht ist gleich, sondern haben wir halt gespeichert in Login und Login. Okay. Und hier sollten wir vielleicht nochmal die Listener registrieren. Das machen wir mit bucket.getPluginManagerRegisterEvents New Events. Und das ist in diesem Plugin. Und jo. Dann exportiere ich das hier alles mal. So. Login-System. Und nochmal. So, jetzt sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Jo. Was mir dann noch aufgefallen ist, wir haben ganz die Comments vergessen. Die müssen wir vielleicht hier auch noch in die Plugin.yml mit eintragen. Also hier Comments. Wir hätten hier einmal Login. So, da wurde ich eben gestört. Wir hätten jetzt nochmal Register, war das glaube ich. Also Login. Login war hier oben. Nein, hier oben Login, Register und Change PW. Also Change PW. Das haben wir auch gar nicht mit Permissions versehen. Werden wir vielleicht gleich noch mal gucken. Da könnt ihr eigentlich auch bei euch machen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, dann joinen wir mal auf meinen Localhost-Server. Und wir sehen direkt Register. Machen wir das mal. 1, 2, 3. Okay, kam Fehler. Gut, coole Sache. Wenn wir jetzt nur Register eingeben, dann kommt das. Okay. Gucken wir hier mal schnell. Register. Ich glaube, wenn das jetzt hier rein liegt, können wir mal gleich gucken. Dann müssen wir das bei Login und so auch gleich mal ändern. Ja, ich wurde auch gekickt, wie gesagt, weil haben wir hier im OnDisable-Teil gemacht, dass alle gekickt werden, die in dieser Array-List sind, damit es zu keinen Komplikationen führt. Register. 1, 2, 3. Okay, dann lag es glaube ich daran. Also ich kann auch mal zeigen, dass ich nicht gehen kann. Also ja, hier, ich kann nicht gehen. Ich kann zwar springen, aber nicht gehen. 1, 2, 3. Ja gut. Lag doch nicht daran. Muss ich mal kurz gucken. Register. Nee. Oder doch. Gucken wir mal hier. Wenn die Länge 2 ist, das würde eigentlich dann entsprechen dem, was ich hier eingebe. Oder wie, oder was, oder
So, hier nochmal. Komisch. Ach so, das liegt wahrscheinlich daran. Dann gucken wir mal hier. Wird aber eigentlich dasselbe sein. Arx 0. Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal gucken, ob das auch richtig ist mit dem Arx 0 und Arx 1. Sollte aber eigentlich so sein. Jo. So, jetzt sollte das eigentlich gehen. Einmal müssen wir das hier um 1 erhöhen. Dementsprechend muss hier 1 sein, hier 2 und dort auch 2. Ja, und ich habe doch einen Fehler gemacht. Strings, ja, wir müssen die Strings hier mit Equals vergleichen und gleich geht das nicht. Genau. Und wenn wir uns hier registriert haben, sollten wir vielleicht auch nochmal removen. Wäre ganz praktisch, denke ich mal. Ja, aber jetzt geht das hoffentlich. Sollte eigentlich. Ja, reloaden wir nochmal. Gucken wir mal zur Sicherheit in die Config. Also ja, Passwort, ja gut. Steht nichts drin. Ist auch erstmal ganz gut so. Loggen wir uns jetzt hier mal ein. Okay. Jetzt registriere ich mich. Register 1 und G. Geht alles nicht. Sagen wir Register, hey und hey. Du hast dich erfolgreich registriert. So, jetzt kann ich hier rumlaufen und alles. So, dann können wir mal gucken. Change PW. Kann ich auch mal kurz zeigen. Change PW 123, 123. Du hast dein Passwort erfolgreich geändert. So geht das nicht. Dann wollen wir es so machen. Erfolgreich geändert. Dann rejoinen wir mal. Jetzt müssen wir jetzt einloggen. Gucken wir mal hier, Change PW 1234, 1234 geht nicht. Deswegen Login 123 und 123. War das nicht 123? Gucken wir mal kurz. Ach ne, nur einmal, genau. Ja. Du hast dich erfolgreich eingeloggt. Jetzt kann ich auch wieder rumlaufen und alles. Also, das geht. Wir können auch in die Config hier gucken. Hier ist halt, ja. Meine UUID und 123. Und jo, genau. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen, ein bisschen gefallen. 30 Minuten sind das jetzt wieder, ja, relativ viel. Aber dafür müssen wir jetzt auch keinen zweiten Teil mehr machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.